So, und wir werden mit dem Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Ah, schütze dein Leben, ja. Das können wir nicht auch mal machen. Wir sollen auch mal das spielen. Man dauert es lange. Da habe ich das Spiel gespielt, wenn ich das erste Mal war. Nur noch mal Lauros Haus. Das Haus will ich ja nicht suchen. Jock Cliff! Ein alter Glockenturm, ja. Was war dieses Du-Du-Du-Geräusch? Moin. No! Hey, hier! Jetzt beginnen wir mit dem Trilleben. Na, warum bist du eigentlich 2 Karten dabei? Bist du einer von deinen Freunden, was? Der Freund hat ein selbe Projekt, ich nicht. Ich habe mir gesehen, wie er für seinen Pokémon auf Level 20 trainiert hat. Gut, auf jeden Fall willst du das erste Karte bei ihm. Folge auf den Weg, dann gelangst du sofort auf Level 20. Ich höre einfach den Weg, ne? Schade. Ich wusste selten, dass das Problem war. In so einem Film ist. Das Auto. Ich will auch Auto fahren. Und da gehen wir weiter. Oh, ein Trainerkampf, ich kann in deiner Augen sehen, du kämpfen willst. Teenager, Albert. Na, Klette, ich bin das an. So, Tegge. Jetzt noch ein Tegel! Tegel! Yeah! Du wolltest nicht einfach mal kämpfen, du wolltest auch gewinnen, schon klar. Du gedacht. Ich will die heute nicht gern. Ich gehe in Rotznase. Kommt es zum Kampf? Ja, klar. Gut, mein Pokémon ist so süß, wie ich vorhin gesehen habe. Für die scheiß Katze. Kann nur die scheiß Katze sein. Na komm ich doch. Los, Otalo. Jetzt ist deine Aquaknarren. Wir brauchen einen Angriffswert, denn wir
habe ich nur eine Spezialattacke. Was? Was? Nein! Und Level 8. Klasse. Ja, spielt sich Giorano. Ja, einfach nur putzig. Das ist das Kelly-Lu. Ja, ja. Para-Heilung gefunden. Ja. Hoffe, was gut ist. Ich hoffe, was gut ist. Ich werde jeden Tarkas mitnehmen. Jetzt brauche ich die Expertenpunkte. Und das hier. Ich trotzdem noch so vor. Tanz an meinem Nagelitz. Nagelitz. Haben wir nun alle auf den Sack mit Nagelitz. Oh mein Gott, sein Silberblick. Ich setze den Cegelo ein. Dann werde ich das Ganze. Mann, ich bin gemein und fies. Na, plötzlich wurde ich siegt. Ich bin fort mit dir. Ich halte mir also die Expertenpunkte. Na, du bist vergangen. Wie konnte das nur passieren? Geil. Ich glaube, es gibt noch mal ein anderes Pokémon in Sicht. Du bist ein Wanderer. Meine Fresse. Soll ich da hinkommen? Ich meine, da ist kein Wasser, da ist kein gar nichts. Hä? Da müssen wir auch wieder irgendwie neue Folgen geben. Aber wir sind hier. Kann man nicht beschreiben. Wir haben ein komplett neues Spiel erfunden, wie es aussieht. Ja! Das ist eins, was ich haben will. Ein Dusselrohr. Weiblich. Ein Dusselrohr fangen wir uns nicht auffangen. Das ist ja noch der Fliegende. Den möchte ich nochmal sehen. Es ist unmöglich, die drei Lückenstufen mal zu haben. Das ist mir krass verpasst. Was ist denn noch drin hier? Was ist denn so gut? Ich bin Level 9. Enton? Ernsthaft? Gibt's Enton? Ich kann jetzt eigentlich nicht weiter kämpfen, wenn ich so stark bin. Ich muss entkommen.
Oh, ein Voltilan! Ja, das fange ich mal auf jeden Fall. Dann muss das unser Elektro-Pokémon werden, das Voltilan. Das muss ein gutes Anbaus werden. Elende 4! Geil, ich hab sogar noch Statik, das ist super. Das heißt, das ist durchaus nützliches Pokémon, also fangen wir jetzt uns. Los, Pokémon! Yeah! Und wir haben Voltilan. Voltilan-Wolle. Kältebedingte Elektrizität verdoppelt die Dichte seines Fells und bewirkt, dass am Ende dein Schweiß leuchtet. Nein, ich will dir so guten Schätznamen vergeben. Könnte ich euch eine Geschichte erzählen, Herr Voltilan? Mal für Minecraft den Pokémon zu hören. Und Voltilan und Vati waren die echt schlimmsten Viecher, die du treffen konntest. Die Viecher waren restlich. Oh, echt scheiße. So, oh, Voltilan. Nee, Voltilan möchte ich nicht haben. Voltilan! Ich bin hier gerade noch ein Düsseldorf gefangen. Dann werde ich nämlich erstmal ausgehen, ein bisschen leveln und beim nächsten Mal ist dann hier weiter. Natsumerge! Natsumerge, sag ich mal zu, will. Was gibt's denn hier alles in diesem Scheißfeld? Scheiße, aber ich bin ja noch paralysiert. Da fang ich mir noch zu, wenn noch. Nee. Ich will es an Düsseldorf fangen. Männlich ist natürlich. Männliche Pokémon. Das kann doch nicht sein. Nö, ich hab da was. Und your clef? Ne, ich habe jetzt schon drei. Vielleicht erst mal für den Anfang. Ja. Zum zweiten davon reicht das. Oh oh. Dafür ist es. Wenn ich ein Düsseldorf geworden. Ich kann jetzt erstmal wieder gefangen sein. Da ist ein Eier, ein Riolo. Das sind ja alles in dieser fickten Hof.
Laut auch noch hier rum. Was ist denn alles für ein Feld hier? Wieder einfach mal ein nächstes Vieh. Los, was er will. Oder Runde flüchten. Yolo. Yolo wird zu gegangen. Das ist fest. Guck dir jetzt, was ich noch gemacht habe. Du sehr gut. Vom Haus. Okay, das Pokémon danach mach ich offscreen, weil ich versuche das wieder an offscreen zu fangen. Level jetzt, aber du sollst es offscreen zu fangen. Wir sehen uns dann in der nächsten Part wieder. Tschüss.